Liebe Wanderfreunde, wie sollte es anders sein? Es ist Sonntag, schönstes Wanderwetter. Achim und ich sind in Hessisch-Oldendorf. Eine Tour, die wir eigentlich, glaube ich, sogar schon letztes Jahr geplant hatten, die ganze Zeit dabei immer verschoben hatten, weil dort eine Höhle ist, die Schillert-Höhle. Ich hoffe, da kommen wir heute auch rein. Ja, eine sehr lange Tour hat Achim geplant. Achim? 22 Kilometer, moin moin. Aber das kriegen wir hin, denke ich. Ja, ja, wir haben, sind heute ein bisschen eher aufgestanden. Ich denke... Also ich bin später aufgestanden. Du später, ich eher. Ja. Startpunkt ist ein Wanderplatz. Wie gesagt, Achim hatte die Tour noch mal ein bisschen verfeinert, noch mal ein bisschen erweitert. Ich weiß gar nicht, wann die Höhle überhaupt kommt. Die Höhle kommt nach circa 5 Kilometer. Okay. Und vorher kam sie so vor Ort. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen was tun. Ja, genau. Was sehen, ne? Als Belohnung. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt halt auch euren Spaß. So, bis dann. Tschüss. Ja. Erste kleine Highlight. Die Wiese und den Bachlauf haben wir übersprungen. Das war nicht so, interessant. Naja. Hier gibt es eine kleine Aussicht hier. Tablik, genau. Das, ja, sieht doch nicht schlecht aus. Okay. Da hinten ist die schöne Wiese bestimmt gewesen. Ja, da sind wir auch. Wir sind ja da hochgegangen. Ja. Ja. Gut, sehr zugewachsen. Ja. Und eine kleine Bank gibt es hier auch. Ein Luftballon gab es hier auch. Was sagst du? Ein Luftballon. Ein Luftballon? Okay, hier hat einer seinen Müll. Nö, das war so ein Hochzeitsluftballon, ne? Kann man auch noch von sein. Okay. Und weiter geht's. Stell mal. Kau. Am Wandern. Schon mussten wir die Tour erweitern. Wir wollen den Krähenstein finden. Da hast du. Im Ohr. 200 Meter durch das Gestrüpp, hat der Achim versprochen. Bin ja mal gespannt, ob er das einhalten kann. Ja, du musst ja jetzt berechnen. Die Sonne sieht aus, als... Ich bin gespannt, was das für ein Krähenstein ist. Das ist ein Absprung. Ach, ein Absprung? Okay. Die Klippe, wenn die Klippe ist, ist auch wieder ausgefallen. Springen da die Selbstmörder, springen da runter oder was? Okay, ich sehe hier ein Holzgerüst. Ach, dann stellen wir uns hier drauf und springen Nein. runter oder was? Wir müssen jetzt weg hier. Das ist es noch nicht. Ist es noch nicht. Ganz hügelig hier. Ja, das ist ziemlich aufgewühlt, ey. Als wenn hier einer was gesucht hätte. Was ist das hier? Schon sehr komisch. Ach, dann hat er den Absprung gefunden. Den Absprung hat er gefunden. Ja. Okay. Thank you.
Okay. Was ist das? China, Sie haben es geschafft, kaum zu glauben. Ey. Gut. 2,5 Kilometer. So. Den höchsten natürlichen Wasserfall Norddeutschlands. Ist doch. Das ist immer die alte Formulierung hier, ne? Ja, ja. 15 Meter hoch. Okay. Letzte Woche ja auf den höchsten Wasserfall Deutschlands war, sind wir heute auf dem höchsten natürlichen Wasserfall Norddeutschlands. 15 Meter hoch, naja, ist ja nicht gerade eine besondere Höhe, aber die Frage ist, wo ist der? Das geht weiter, da vorne. Achso. Müssen wir mal gucken, ob wir den hier auch irgendwo finden. Wenn er nicht weggetrocknet ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Das sieht ja nicht so aus. Ich denke, das war da unten. Wo? Das war da eben drunter. Da sonst halt nur nicht sehen, von hier oben. Man kann Wasser mehr. Ich habe auch nichts gehört. Nee, hier kann er ja nicht rein, hier sind Freunde. Ja, das, der war da, mit Sicherheit. Ja, da war da. Das muss er gewesen sein. Komm, wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. Na toll, der höchste Wasserfall Norddeutschlands und man sieht ihn nicht. Und man sieht ihn nicht. Oh, was haben wir hier denn noch? Guck mal. Ja. Langfeller Wasserfall an der Höhlenmühle, Höllenmühle. Höhe über normal 0,298 Meter. Einziger natürlicher Wasserfall in Niedersachsen. Naja, komm mal. Hohenstein. Okay. Ja und? Ja, sie. Ausgetrocknet. Ja, aber. Sag mal, wie? Ja. Ich höre was plätschern. Oh, da hinten sind welche auf der Terrasse. Wollen wir die mal fragen? Nein, komm. Wo der Wasserfall ist? Das Highlight. Okay, Kinder, tut mir leid. Das Highlight gibt es nur im Frühling, Herbst und Winter. Highlight ist ausgetrocknet. So. Wir sind kurz vor der Schillerthöhle. Die war los zu sein, die warten wahrscheinlich schon auf die nächste Begehung, die nächste Tour. Mal gucken. Vielleicht kommen, haben wir Glück gehabt, kommen genau passend. Ja. Letztes Mal haben wir Pech gehabt in der Marienburg. Ja. Kann nicht immer Pech haben. Ja, stimmt. Dreimal, wir sollen warten, wir kommen. Der Fernseher kommt. Fernsehprogramm startet. Mal gucken, was da los ist. Hast du gesehen, wie lange die Tour da läuft? Welche? Ja, in der Höhle. Da sind ja viele Höhlen. Ja. Wir sind schon fertig. Tja. Unsere Pechsträhne reißt nicht ab. Unsere Pechsträhne reißt nicht ab. Ja, gut, anderthalb Stunden ist viel. Aber wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde warten, auch noch. Das Timing war schlecht von uns. Ja, ja gut, was, so, eigentlich ist es ja eigentlich logisch, wir hätten das irgendwie abpassen müssen, dass man, weil zur vollen Stunde ist hier halt immer nur die
die Führung. Ja. Man kann auch nur eine Führung machen, ansonsten kommt man in die Höhle nicht rein. Das sind zwei Höhlen, das ist das Problem schon mal, sind über anderthalb Stunden da unten. Genau, die ganze Tour geht anderthalb Stunden. Das heißt, wir hätten jetzt eine Dreiviertelstunde warten müssen, plus anderthalb Stunden. Ja, das zweieinhalb Stunden weg. Genau, und wir haben halt entschieden, dass wir die halt doch nicht machen. Werden wir dafür nochmal eine einzelne Sondertour dafür machen, für die Höhle. Mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter. Wir haben ja auch noch gut, was haben wir hier, 6 Kilometer, 17,5 Kilometer noch vor uns gelaufen. Also von daher, ja, hoffen wir mal auf die nächsten Highlights, die noch kommen. Scheißegal. Gut. Jetzt haben wir zwar keine Schillerhöhle, aber wir können jetzt den Steinbruch hier nochmal nehmen. Ich, das war heute wirklich. Das ist nicht kein Wasserfall, keine Schillerhöhle. Nächster Highlight. Kommt bestimmt. Das heißt? Das ist. Blutbachquelle. Naja, Blutbachquelle. Lass uns mal brauchen. So, liebe Wanderfreunde. Schaut euch die Blutbachquelle an. Genauso wie beim Wasserfall. Ausgetrocknet. Das ist keine Quelle, mehr so ein kleiner Morast. Ja. Fortuna ist uns heute nicht hold. Aha. Was hast du dazu? Dein Magneto hast du auch nicht bekommen. Naja, da hätten wir die Hölle ja auch machen müssen. Ja, das stimmt. Ja. Spring rein, komm. Was ist das nächste Highlight? Doch, dann gucken wir mal. Wir haben ja genügend Highlights dabei. Highlights. Das nächste. 7, 8. Nächste Highlight ist die Teufelskanzel. So haben wir, kommt mir bekannt vor, der Name. So, dann kommt die Becksmann-Treppe und dann kommt der Hohenstein. Drei Highlights. Kommt mir auch bekannt vor. Waren wir da schon? Nö. Also ich nicht. Na? Mit dem Finger. Mit dem Finger auf der Landkarte, warst du da schon? Ja, komm, wir haben jetzt mal gerade so ein Viertel der Tour. Gut, also. Zumindest das Wandern hier toll. Ja. Bisschen etwas. So, das ist das nächste Highlight gefunden. So, wie heißt das Ding? Hier verunglückte unser Kind Renate Sicke. Aus Hamburg. 30. was? 43 bis 56. 13 Jahre. 28.08.1956 verunglückt. Ja, so, das ist scheiße. Eingedenkstein. Runtergefahren. Ja. Jetzt fall du nicht auch noch runter, sonst baue ich gleich einen zweiten Stein für dich hier auf. Der Fallschirm hinten drin. Also. Gut. Ja, wahrscheinlich. Also. Jetzt überall so ein bisschen runter hier. Hier geht es ja überall so ein bisschen runter. Das nächste Highlight. Eins, was nicht wegtrocknen kann. Dann sind wir auch keine 2 Stunden gebraucht. Ja, wir haben fast 50 Kilometer jetzt hinter uns. Und, mal gucken, ja, oh, das volle Programm hier. So, da müssen wir gleich ein bisschen klettern. Das war schon mal das. Mahlzeit.
So ein Foto muss ich ja auch haben, ne? Von den, ja, bleib mal auf der Treppe stehen. Kannst du auch beim Rückweg machen, ne? Warte. Ja, auf der Treppe. Guck mal. Und lächeln. Ja, lächeln nicht vergessen. Ah. Ja. Eine richtig schöne Stufen für alle Leute. Wäre ja was getrist an hier. Wieso? Was ist denn unglücklich? Ja, ich was weiß nicht. Problem, sowas. Keine Ahnung. Ja, komm. Schöne Aussicht, da gibt's nichts. Dicht ist zugewachsen. Und kommt eigentlich schon sofort ab und da. Ja. Ja, aber immerhin, ne? Mal wieder ein kleiner Abgrund. Okay. Ja, so viel haben wir. Ein paar Künstler haben wir ja auch wieder. Ja, ein paar Künstler. Wenn die Wesen vernünftig sprayen könnten, aber so einfach nur irgendwelche Müll hier zu malen, das bringt ja auch keinen was. Ne? Hallo. Das sieht einfach nur scheiße aus, wenn man das gemacht hat. Tja. Eine Wasserpause. So, wie haben wir denn noch? Ein paar Kilometer, 7 Kilometer haben wir bestimmt noch. Ja. Das sind die Helden, die mit 30, 40 den Berg hochfahren, mit ihren Elektrofahrrädern. Ja. Ja, hier ist noch eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Guck mal. Ne? Ja, da kommt der hoch. Also tief ist das nicht. Da können wir mal einfach. Hä? Doch noch runter hier. Was? Die haben schon einen Haken hier gemacht. Hier sind schon welche geklettert. Ich warte auch drauf, dass einer hochkommt. Ne? Hier sind schon hier nur welche geklettert. Haken. Vorne auch. Was? Meine Brille verloren noch. So, dann machen wir ein Foto. Nee, kann ich nicht. Ist nicht möglich, ist sie drin.
Aha, zeigst du uns. Dann sind wir hier. Ja, hoch müssen wir. Ja. Darüber. Sind wir unserem crazy Namen ja heute wieder gewahr geworden, ne? Ein bisschen. So, dann haben wir noch einen schönen Steintisch hier. Was immer ja, das muss man hier. So. Naja, so ein bisschen die Gegend aufgezeichnet worden. Ja, zumindest ist die Platte hier mal hingebracht worden, oder hingestellt worden. Ja. Ja, stimmt. Ja. Wir kommen zum letzten Highlight. Keine Ahnung, wie die heißt, Baxmann baut oder so Sachen. Ja. Mal gucken. Oh, hier sind eine Menge Leute. Baxmann baut, ja. Hier ist die Baxmann baut. Ja. Nur, hier ist noch einer. Möchtest du noch einen Kick? Hier hast du einen Kick. Das ist doch dein Schokobulat. Ja. Freischenken heute Sommerferien bis 12. August. Ja, komm. Wir können uns nicht bescheren, ne? Ja. Also wir sonntags von 11 bis 17 Uhr her. Ja, das wäre passend gewesen. Es ist verdammt warm in den neuen T-Shirts, falls wir die noch nicht erwähnt haben. Ach so, stimmt, genau. Wir haben ja neue T-Shirts, richtig. Also die machen keinen schlechten Eindruck, was die Qualität betrifft. Ja. Ach gut, bei der Literatur haben wir ein bisschen Pech gehabt. Die ersten Highlights, dass die Höhle da zu lang war, dass alles ausgetrunken ist. Ja, ist halt so, liegt halt an dem Wetter, kein Wasser da in den Bächen. Ohne Wasser kein Wasserfall, ganz einfach. Genau. Und keine Bäche. Und keine kleinen Seen. Ja, wie gesagt. Ansonsten war die Tour okay. Ja, war in Ordnung. Also, besser wie diese, wo wir nur Gummireifen gesehen haben, wo wir abbrechen mussten. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Müssen wir mal gucken. Die Gegend ist sehr schön. Kann man empfehlen. Sieht man auch, wie gut besucht hier alles ist. Hier sind eine Menge Leute. Schon. Ja, wer das nicht so mag, hat Pech gehabt. Da. Hallo. Und, ja. Ansonsten war die ganz okay. Ne? Jo. Ich denke, das war's für heute. Ne? Ich weiß nicht, was als nächstes auf der. Haben wir noch ein Highlight? Tour steht. Haben wir noch ein Highlight? Nächste hier. Woche werden wir wieder was machen, denke ich. Oder haben wir nächste Woche einen Termin? Ich weiß gar nicht. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wann. Muss ich nochmal sagen. Müssen wir nochmal klären. Also wir ansonsten in ein bis zwei Wochen sind wir dann wieder am Tour. Ne? Jo, das war's dann wohl.